Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und heute begrüße ich euch zu meinem Lesemonat für den Juli 2019. Auf dem Thumbnail sieht das alles relativ harmlos aus, aber dazu habe ich noch einige Hörbücher gehört und Bibliotheksbücher gelesen und ja, es ist einfach eine riesige Bücherschlacht im Juli gewesen und deshalb fangen wir jetzt einfach mal direkt an und ich starte mit den Rezensionsexemplaren. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, mache ich einen kleinen Norwegen-Countdown zur Frankfurter Buchmesse. Das ist ja das Gastland. Das Video verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Und das Buch, das ich für den ersten Countdown gelesen habe, weil ich euch nicht nur was über Norwegen oder norwegische Literatur erzähle, sondern auch immer ein Buch vorstellen möchte, war von Mona Höfring, Was helfen könnte. Hierin geht es um ein junges Mädchen, das seine Mutter früh verliert. Als sie 9 Jahre alt ist, begeht die Mutter nämlich Selbstmord und fortan muss sie irgendwie damit klarkommen. Und wir begleiten unsere Protagonistin über verschiedene Entwicklungsstadien, quasi bis sie eine junge Frau ist. Und es kommt einfach immer mal wieder durch, wie der Tod der Mutter all das beeinflusst und ja, inwieweit das eben auch Ängste in unserer Protagonistin schürt. Darüber hinaus muss sie sich natürlich auch weiterentwickeln. Als das Ganze passiert, ist sie 9 und wir begleiten sie wirklich durch die komplette Pubertät und bekommen da eben so einiges mit. Und ich finde dieses Porträt, was hier gezeichnet wird, so großartig. Das Ganze ist ein relativ dünnes Büchlein. Nichtsdestotrotz bekommt unsere Protagonistin so viel Tiefe darin und das hat mich einfach schwer beeindruckt. Und ja, ich fand einfach vieles, was hier passiert, so emotional und am Anfang des Buches habe ich auch einfach nur geheult und ja, ich kann es euch einfach nur empfehlen. Das war wirklich ganz große Klasse. Dann habe ich noch Flexen, Flanösen schreiben Städte gelesen und das ist eine Anthologie von ganz vielen AutorInnen. Allesamt sind sie Frauen, People of Color oder Queer und in diesen Texten beschreiben sie, wie sie durch die Stadt gehen oder was sie in der Stadt so erleben. Und ich finde es einfach so toll, wie viele verschiedene Perspektiven hier aufgefangen werden, die sonst manchmal in der Literatur ganz schön kurz kommen. Und dadurch, dass wir hier eben 30 verschiedene AutorInnen und 30 verschiedene Texte haben, sind sie auch einfach so verdammt vielfältig. Und dazu kommt auch noch, dass sie nicht alle Prosa sind. Da möchte ich nicht zu viel vorweggreifen, aber ich finde die Mischung in diesem Band einfach ganz toll und die Texte haben halt allesamt so eine hohe literarische Qualität. Ich war wirklich begeistert davon und mehr dazu findet ihr dann in der Rezension, die ich euch unten in die Infobox gepackt habe. Aber das ist definitiv ein Band, den alle, die sich für Literatur oder für Feminismus interessieren, auf dem Radar haben sollten. Das war ebenfalls großartig. Und Mona Höfring und auch dieses Werk hier haben 5 Sterne bekommen von mir. Dann habe ich noch eine Graphic Novel zu einem Klassiker gelesen, und zwar Wojciech. Auch dazu gibt es eine Rezension unten in der Infobox. Und hierin wurde der Klassiker von Georg Büchner umgesetzt und das Ganze in einem sehr expressiven und grotesken Stil, der aber auch ganz toll zur Geschichte vom Wojciech passt. Es geht hierin um einen Soldaten, der seinen Sold ein wenig ausbessern möchte und dazu gibt er sich Humanexperimenten hin. Und das Ganze nimmt kein glückliches Ende, so viel schon vorweg. Ich fand den Wojciech einfach so toll umgesetzt. Ich habe das Original im letzten Jahr schon gelesen und ich finde, die Graphic Novel passt dazu einfach so, so perfekt. Dementsprechend ist das eine dicke Empfehlung für alle Klassikliebhaberinnen, aber eben auch für alle Fans vom Wojciech. Dann habe ich einige Werke aus der Bibliothek ausgeliehen, die ich jetzt nicht mehr hier habe, weil ich die immer relativ zeitnah zurückgebe. Und ich finde es immer so ein bisschen unfair, wenn ich die jetzt hier behalten würde, nur um sie im Video hochzeigen zu können. Aber ich blende sie euch natürlich ein und ich fange jetzt einfach mal mit denen an, denn Bücher, die ich physisch nicht hier habe, vergesse ich ganz, ganz schnell. Den Anfang macht Lied der Weite von Kent Haruth. Das war ein Buch, das wir für das Diogenes Backlistenlesen gelesen haben. Das ist eine Facebook-Gruppe, in der wir regelmäßig Diogenes Bücher lesen. Und Lied der Weite ist der erste Band zu Unsere Seelen bei Nacht. Im Deutschen ist es in etwas umgekehrter Reihenfolge rausgekommen, da war Unsere Seelen bei Nacht der erste Band. Aber es ist nicht weiter schlimm, denn diese Bücher spielen nur in ein und derselben Stadt, und zwar Holt. Und in Lied der Weite geht es um einige Charaktere, die so ihre Probleme haben und denen dann aber mit ganz viel Wärme geholfen wird, obwohl diese Menschen ihnen gar nicht helfen müssten. Aber das macht eben auch Kent Haruth aus, dass die Leute da einfach noch so
menschlich sind und anderen unter die Arme greifen. Und das macht eben auch das Flair dieser Bücher aus. Wir haben hier zum Beispiel die schwangere 17-jährige Victoria, die von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt wird. Wir haben zwei Jungen, deren Eltern sich gerade getrennt haben. Und es kommt einfach zu Begegnungen, die diesen Menschen einfach helfen, die sie teilweise auch retten. Und es war einfach wieder ein schöner Lesegenuss. Und ich kann euch Canterroof nur empfehlen. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben, weil mir in Literweite doch ein bisschen der rote Faden gefehlt hat. Mir war das einfach ein bisschen zu umfangreich, was hier dargestellt wird. Ich fand da Unsere Seelen bei Nacht noch mal ein bisschen besser, weil es fokussierter war. Nichtsdestotrotz ist es eine Empfehlung. Dann habe ich endlich ein weiteres Buch von Olga Krasnova gelesen, und zwar Gott ist nicht schüchtern. Darin geht es im Großen und Ganzen um Syrien, um verschiedene junge Menschen, die dort sind, und es spielt in der Zeit, in der eben der Krieg dort ausbricht und Menschen die Flucht ergreifen. Und zu Anfang fokussieren wir uns auf 2 Charaktere. Wir haben zum einen einen jungen Arzt, der eigentlich in Frankreich lebt, sich dort eine Existenz aufgebaut hat. Auf der anderen Seite haben wir noch eine junge Schauspielschülerin, die eben auch ihre Träume von der Zukunft hat. Doch mit dem Krieg muss sie sich auch davon verabschieden. Es steht eigentlich schon von Anfang an klar, dass das Ganze auf eine Flucht hinausläuft. Es ist ein Buch, das einem einfach die Kehle zuschnürt, wenn man das liest, was hier passiert. Olga Krasnova hat dazu auch wirklich gut recherchiert. Es wirkt alles wahnsinnig realistisch und diese Schicksale gehen auch sehr unter die Haut. Und natürlich bekommen wir hier eben auch mit, wie Menschen sterben und wie Menschen ihre Rechte weggenommen werden und wie eben auch alle unterdrückt werden, die versuchen, allen anderen zu helfen. Und ja, es war einfach ein riesiges Gänsehautbuch. Also eigentlich hätte ich dieses Buch verschlungen, aber aufgrund der Materie ging es eben teilweise einfach nicht. Aber es ist einfach eine große Empfehlung. Es ist eine nicht allzu leichte Lektüre, aber es ist wahnsinnig gut gemacht, gut geschrieben und man fiebert einfach so mit den Charakteren mit. Und das ist eben auch das, was einen guten Roman für mich ausmacht. Aber dazu ist eben auch das Thema eigentlich immer noch brandaktuell und eben auch wichtig, und ich kann es euch einfach nur empfehlen, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Ja, dann habe ich noch den Fehler gemacht und habe mir Manga in der Bibliothek ausgeliehen. An sich finde ich es natürlich super cool, dass unsere Bibliothek sehr viele Comics und Manga hat und auch sehr viele Sachen, die bei mir auf der Wunschliste stehen. Doch das Problem ist, wenn man diese Sachen dann sehr, sehr gut findet und sie zum einen weiterlesen möchte und zum anderen natürlich selber besitzen. Ja, aber nun gut, dafür habe ich sehr, sehr gute neue Manga angefangen. Und den Anfang macht der erste Teil von, ich glaube, man nennt es Shul-Arun oder so. Auf jeden Fall geht es hierin um ein Mädchen, das ganz allein mit einer grotesken Gestalt zusammenlebt, die sie den Doktor nennt. Und es geht um eine Welt, in der Leute verflucht werden. Die Verfluchten werden dann eben auch zu solch einer grotesken Schattengestalt. Und deshalb darf das Mädchen auf gar keinen Fall verflucht werden. Sie lebt in einer Art Dorf, das völlig verlassen ist. Und am Anfang wissen wir auch gar nicht, warum das so ist. Aber nach und nach wird alles immer klarer und es ist total traurig, was hier teilweise passiert. Auf der anderen Seite ist die Geschichte bisher wunderschön und der erste Band endet mit einem schrecklichen Cliffhanger, aber ich kann es euch nur empfehlen, das zu lesen. Auch wenn ihr auf wunderschöne Bilder steht, werdet ihr mit diesem Manga sehr, sehr glücklich, denn ich finde die Darstellung einfach so toll. Ja, ich muss unbedingt bald den zweiten Band lesen, das geht so nicht weiter. Und dann habe ich noch Eislicht von Annike Hage angefangen. Das ist ein deutscher Manga und bei deutschen Manga bin ich immer etwas skeptisch, ob die denn auch wirklich so gut sind. Manchmal komme ich auch mit dem Zeichenstil nicht zurecht, aber all das trifft auf diesen Manga nicht zu. Ich finde die Cover ein bisschen unscheinbar, aber als ich dann gelesen habe, worum es ging, war mir eigentlich schon klar, dass es was für mich sein muss. Es geht um ein junges Mädchen, das in eine Stadt geschickt wird, weil sie dort einen Job als Haushälterin anfangen soll, einfach weil alle Menschen aus ihrer Familie das so machen, dass sie eben hinausziehen in die Welt und sich in die Dienste von anderen stellen, und sie möchte bei einem bestimmten Meister anfangen. Doch sehr schnell wird klar, dass das keine normale Stadt ist, in der sie dann arbeiten soll, denn in dieser Stadt wimmelt es von Geistern und Dämonen, eben auch so ganz dunkle Gestalten, vielleicht auch ein bisschen in Richtung von Shul-Arun, wenn man so möchte. Aber ja, hierin geht es dann
darum, was alles dahinter steckt. Wir lernen ganz viel über die Geschichte dieser Stadt und dazu lernt sie dann eben auch noch einige andere Charaktere kennen und stellt auch noch fest, dass ihr neuer Meister ausgerechnet ein Hexer ist. Und da ist sie direkt Feuer und Flamme, denn sie interessiert sich eben auch für Magie. Es ist ein wunderschön gestalteter Manga. Da muss man sich vom Cover nicht beirren lassen. Also die Cover finde ich zwar auch schön, aber ich finde sie nicht besonders interessant, weil man außer der abgebildeten Charaktere keinen großartigen Eindruck vom Manga selbst bekommt. Da kann ich wirklich nur empfehlen, einfach mal reinzublättern. Aber es ist einfach so wunderschön gemacht. Die Zeichnungen sind so detailreich, auch von der Stadt und von den Dämonen und den Menschen und überhaupt. Also ich finde, es ist so ein wunderbar gestalteter Manga. Und auch das Setting und die Geschichte gefallen mir sehr, sehr gut. Und weil mir das so gut gefiel, habe ich mir dann eben noch den zweiten Band, den es glücklicherweise auch dort gab, geholt. Den habe ich sogar noch hier. Und auch den zweiten Band fand ich ganz, ganz großartig. Hier möchte ich euch natürlich inhaltlich nicht mehr allzu viel erzählen. Aber Eislicht war für mich bisher echt ein Jahreshighlight. Und ich kann es kaum erwarten. Im September kommt der dritte Band raus. Und ja, eigentlich muss ich diese Reihe hier zu Hause haben. Ich glaube, bei Eislicht ist es fast noch ein bisschen schlimmer als bei Shularun. Von daher hat sich da das Bibliothekslesen nur so mäßig gelohnt. Natürlich ist es besser, es dort zu lesen und dann zu wissen, dass man voll und ganz dahinter steht und dass man es unbedingt haben möchte, als dass man es da hat und es nur so mittelmäßig findet. Aber ja, auf jeden Fall ist Eislicht für mich ein riesiger Manga-Geheimtipp, den ich euch nur ans Herz legen kann. Und ich freue mich einfach so auf die Fortsetzung und bin so gespannt, wie es weitergeht. Dann habe ich von der Bibliothek noch Hörbücher gehört und den Anfang macht da Moabit von Volker Kutscher. Volker Kutscher hat ja auch den Nassen Fisch geschrieben und das ist im Grunde genommen ein kleines Prequel mit Protagonistin Charlotte Ritter. Mehr oder weniger, denn es geht auch um ihren Vater, der Gefängniswärter ist und der bei einem Streit zwischen zwei Häftlingen dazwischen geht. Und das soll sein Leben, aber auch Charlottes für immer verändern. Es ist eine sehr kurze Geschichte. Es gibt das Ganze auch als illustrierte Ausgabe mit Illustrationen von Cat Manchik, was natürlich auch immer sehr, sehr spannend ist. Also Cat Manchik macht wirklich so fabelhafte Bilder. Aber ich habe es jetzt eben als Hörbuch gehört. Es wurde sehr, sehr gut vertont. Ich fand es nur so ein bisschen schade, dass wir drei Perspektiven haben, die aber hintereinander geschildert werden. Und dadurch kommt es eben auch dazu, dass man Sachen dann eben auch ein drittes Mal erfährt, eben weil diese drei Perspektiven sich eigentlich um einen relativ eingeschränkten Zeitraum drehen und man für jede Perspektive erfährt, was diejenigen zu der Zeit gemacht haben und was sie rausgefunden haben. Und ja, deshalb fand ich, dass der Spannungsbogen hier sehr schnell nachlässt, aber ich fand die Vertonung sehr, sehr gut und es war ganz nett für zwischendurch. Ich glaube, insgesamt würde ich dem Ganzen 3,5 Sterne geben. Übrigens ist dieses Buch auch nur sinnvoll, wenn man entweder den Nassen Fisch gelesen hat oder die Graphic Novel gelesen hat oder Babylon Berlin geschaut hat, weil man eben sonst mit dem Charakter Charlotte Ritter auch gar nichts anfangen kann. Und ja, deshalb ist das zur Einordnung eigentlich ganz gut. Aber wenn man das schon kennt, dann ist das eigentlich ein ganz nettes Hörbuch. Und dann habe ich auch noch meine allererste Ingrid neu als Hörbuch gehört und zwar mit Halali. Das ist ein Hörbuch, das eben auch einen historischen Bezug hat, denn im Grunde genommen spielt die Haupthandlung in den 50er Jahren und Oma Holle erzählt ihrer Enkelin zu unserer heutigen Zeit, was sie damals erlebt hat. Oma Holle ist Sekretärin und sie besucht relativ oft eine Freundin, die auf einem großen Anwesen lebt und dort haben sie eben auch mit einigen anderen Charakteren zu tun, nämlich auch ihrem Arbeitskollegen, dem Herrn Jäger. Und der Herr Jäger hat allerdings irgendwie Dreck am Stecken. Und nach erforschen Oma Holle und ihre Freundin, was es damit auf sich hat. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mehr von diesem Hörbuch erwartet. Ich hätte erwartet, dass es eher in Richtung Krimi geht. Für mich war es in dem Sinne eher ein Roman mit ganz leichten Krimi-Einschlägen. Ich finde, hier passiert teilweise nicht ganz so viel. Es wird sehr viel aus der Zeit dargestellt, also sehr viel Zeitgeist mitgeliefert und das hat mir ganz gut gefallen, aber so richtig spannend fand ich es leider nicht. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich auch fand, dass unsere Protagonistinnen teilweise sehr naiv handeln und das hat mich irgendwann dann auch ganz schön angestrengt beim Hören. Aber ich fand die Vertonung sehr, sehr gut. Die Stimme passt einfach perfekt zu einer
älteren Frau, die einem eine Geschichte erzählt. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr glaubhaft. Und das hat für mich das Hörbuch auch nochmal sehr stark aufgewertet. Ich glaube, als gelesenes Buch hätte es von mir vielleicht nur so 3 bis 3,5 Sterne gegeben. Aber mit der tollen Vertonung würde ich sogar fast auf die 4 gehen. So, jetzt habe ich hier noch ein paar weitere Bücher, die ich gelesen habe. Und den Anfang macht Weiße Nächte von Fjodor Dostojewski. Hierin geht es um einen jungen Mann und eine junge Frau, die sich des Nachts zufällig treffen und fortan treffen sie sich jede Nacht und erzählen einander ihre Geschichte. Es geht hierin auch um eine Liebesgeschichte, doch ist die ein bisschen anders, als man zu Anfang vielleicht denken könnte. Unser Protagonist hat mir dabei sehr gut gefallen. Also, wenn man möchte, ist es so eine Art Nerd von vor 200 Jahren, dem man hier begegnet. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das fand ich irgendwie auch so modern daran. Obwohl dieses Werk jetzt auch schon eben, ich glaube, 170 Jahre oder sowas alt ist. Auf jeden Fall wurde ich hier einfach wieder überrascht von unserem alten Russen Dostojewski, der ein doch relativ modernes Werk geschrieben hat. Klar, es spielt alles in einem älteren Setting, aber was unsere Charaktere hier bewegt, fand ich gar nicht mal so altmodisch. Also das hat mich direkt gehabt und ich würde dem Buch ungefähr 4 bis vielleicht sogar 4,5 Sterne geben. Dann habe ich noch eine Manga-Reihe weiterverfolgt und zwar To Your Eternity. Da habe ich jetzt den 5. Band gelesen. Ich hatte zum 1. Band auch eine Rezension hier auf dem Kanal. Die findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr möchtet. Ich werde jetzt zum 5. Band gewiss nichts sagen, weil es ein massiver Spoiler für einfach alles wäre. Aber diese Manga-Reihe gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut und ich finde es einfach toll, wie anders diese Fantasy-Welt hierin ist und wie sie funktioniert. Ganz große Klasse. Ich freue mich auf den 6. Band. Den gibt es inzwischen, glaube ich, auch schon längst. Und da will ich auch bald weiterlesen. Und das Ende dieses Videos bilden 2 Murakamis. Ich habe zum einen Nach dem Beben gelesen. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung von Murakami. Und sie drehen sich alle irgendwo um Katastrophen. Und der Grund, warum ich mir dieses Büchlein geholt habe, war, dass in der Murakami-Doku die Geschichte mit dem Frosch vorkam. Also Frosch rettet Tokio heißt sie, glaube ich, hierin. Ich muss leider sagen, dass mich nicht alle Geschichten hierin überzeugen konnten. Also manche waren für mich wirklich völliger Blödsinn. Die Geschichte mit dem Frosch, der Tokio rettet, die fand ich echt gut. Und die ersten beiden Geschichten haben mir auch noch ganz gut gefallen. Aber alles in allem kann ich diesem Band leider nur ungefähr 3,5 Sterne geben. Also das war jetzt nicht das Stärkste, das ich von Murakami gelesen habe. Aber allein für die Froschgeschichte hat es sich gelohnt, weil die wirklich grandios war. Und ja, also ich finde, das ist ein Band, den man haben kann, wenn man Murakami generell mag. Aber es ist jetzt kein schreckliches Must-Read. So, die Stimme ist schon fast leer für heute, aber wir sind jetzt auch beim letzten Buch und zwar Kafka am Strand und das ist ein Buch, das mich wahnsinnig fasziniert hat. Ich habe mich sehr lange darum gedrückt, ziemlich genau 2 Jahre steht es jetzt schon hier, aber es ist halt sehr dick und ihr wisst ja, wie ich zu dicken Büchern stehe. Es geht hierin um den 15-jährigen Kafka Tamura, der Reis ausnimmt, weil es ihm von einer Erscheinung namens Krähe gesagt wird und er kommt in einer Bibliothek unter. Nebenher werden uns aber auch einige andere Dinge geschildert, zum Beispiel die Geschichte eines Mannes, der mit Katzen sprechen kann, ein Schulausflug, der damit endet, dass alle SchülerInnen ohnmächtig werden. Nebenher gibt es auch noch eine Prophezeiung rund um Kafka, die sich bewahrheiten soll und ja, es ist alles sehr, sehr mysteriös, wie eigentlich immer bei Murakami, aber ich finde, bei Kafka am Strand treibt er es auf die Spitze und dabei hat er es für mich auch ein bisschen übertrieben. Ein paar Mysterien weniger hätten für mich dem Buch sehr, sehr gut getan. Aber ich habe dieses Buch so gesuchtet und es war einfach wahnsinnig gut gemacht. Es hat mich nicht mehr losgelassen und ich wollte einfach wissen, was dahinter steckt. Natürlich ist man, wie eigentlich immer bei Murakami, zum Schluss nicht wirklich schlau, was das anbelangt. Aber es war ein großer Lesespaß und ich würde dem Buch ungefähr 4,5 Sterne geben. Es hat mir sehr gut gefallen und ja, ich hatte es, glaube ich, in 3 Sitzungen ausgelesen bei dieser Dicke. Das ist definitiv nicht, was ich erwartet hatte, aber es hat mir einfach sehr gut gefallen. Und ja, das war es jetzt auch schon von meinem Lesemonat. Meine Güte, das war viel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war was Spannendes für euch dabei. Lasst es mir doch gerne in den Kommentaren da, wie euch das Video gefallen hat oder ob was für euch dabei war oder was ihr in diesem Monat so gelesen habt. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!